SRF-Virus. Erinnerungen eines alten Märchenfachmannes gaben den Stoff zu dieser Erzählung, die der Autor mit seinem Sprachsinn in der alten Berndeutsch-Mundart berichtet. So entstand eine deftige, wenn auch urheimelige und dabei sehr interessante und märchenhafte Geschichte, wie sie sonst eben nur das große Leben zu schreiben vermag, wenn es dann schreiben könnte. Es war mal ein riesen Schafsäckelwolf. Der hatte auf einem Tischlein Decktisch sieben Geissli parat zum Fressen, was an der Tür vom Knusperhäuschen bollet und von draussen her sichtlich belämmerten, gestiefelten Kater vermeldet. «Jetzt ist aber etwas nicht mehr gut in diesem versackten Wald draussen. Geht mal rein, wie es mit dem Schweinehirt und der Reifeld, die ganz im Glück schaue ich nebendran zu und sie gehen masturbieren wie Letz. Und Max und Moritz, die beiden Gegler, haben nichts Besseres gewusst, als alte Holzbrückeli anzusagen. Und jetzt liegt der König mit seinen unsichtbaren Kleidern auf der Pechmarie oben im Wasser und wäre am Versaufen gewesen, wenn nicht Schneewitteli mit ihren sieben Zwergen wäre dazugelaufen. Die bedienten Schneeschnatten sind auch schon an die ursächliche Konstellation hergeschlampert und haben die Situation im Schick erkannt und haben nicht lang gefackelt. Und dann der Bremer Stadtmusikanten befohlen, hurtig geschwind das tapfere Schneiderlein zu holen. Das sind aber gerade bei Nils Holgersen daheim einen Wüst rummachen mit der geilen Prinzessin auf der Erbse, nachdem man vorgängig gerade Schneeweißchen und das Rosalötchen pudert hatte. Und man darf es ruhig sagen, dass vorher auch noch die Rapunzel und die dicke Frau Holle haben müssen daran glauben. Frau Holle konnte schier nicht mehr laufen, also Ausschaffelungen haben sie den Saubock von einem Schneider für drei Schaken. Und wenn ich zufällig Hänsel und Gretel mit der schwulen Rumpelstilzen auf dem hälftigen Ross von Baron Münchhausen wäre vorbeigeritten und die Geisserei hat die Spitze bekommen, wer weiß, was noch alles hätte passieren können. Gott sei Dank, ich wird der Polte geistesgegenwärtig ihren ungelüfteten Schlendtaler aus dem Bärenhol gefischt und an dem Dreckschneider um die Schnörren umgehauen, bis der Löch eben aufgeschreckt hat und dann mit seinen dreissigen Stabrunkeln wie vom Däumelin gestochen, der Foxhäckler zieht und nochmal einen Schneider meck. Im Bikerwäldli oben sind sie kurz drauf schon wieder auf dem blagenden Aschenputteli oben gehockt. Aber das tapfere Rokäppeli hat sich aus den Farmen geopfert und den Fall übernommen. Und das geschändete Aschenputteli hat sich in den starken Armen vom König Drosselbart Rost gefunden. Und später hat sich der Kollege Rübenzahn noch vollends zu Boden geritten, der Säuhung. Und wieder mal typisch, Friedrich der Wüterich, der Vollidiot, hat wieder einmal einen Sack genommen an der Waffel gehabt und seit der Zwölche wieder aber voll hackendicht seinen alten Gewohnheiten verfallen und hat dann nichts Gescheites gewusst, als am gleichen Abend dem verschlafenen Dornröseli aufzuhocken, in den allernormalsten Variationen notabene. Und er war gerade für einen Moment mit einem gestreckten Longhorse beschäftigt gewesen, dass ich gut plötzlich das perverse tapfere Schneiderlein über ihn hergefallen und ich ging vorher an ihm gemacht und ihm probiert, die Pleitritu einzugruben. Und zwar an dieser Welt erkannt, dass er für einen Augenblick zeigen, wie wohl sie ihn verloren hätte. Und wie wir das jetzt schon genug und haben angerichtet worden mit dem verfuckten Wald innen, hat das gute Letzte noch gerade der grusige Froschkönig müssen das arme, hässliche Rinderlein nach Strich und Faden durchkutten, bis nicht mehr sich übrig sehen, wie der drei goldige Flumenfäderli und ein trauriges Häufli Bulle geschnetzelt. Und genau eben, das sind jetzt nun definitiv des Guten zu viel gewesen. Und da hat es halt ihre gerechte Schöpfung endgültig gelenkt. Und da hat dann auch die ganz ungerechte, verfuckte Spießbürger Dreckpampe mit einem barmherzigen, pechigen Pschüttiflarz zugekleistert. Und ja, man könnte es jetzt gerade drehen, wie man will. Aber seitdem sind wenigstens wieder Ruhe im Wald. That's it, folks. Thank you very much indeed. SRF Virus.